Damit sie mal ein paar Spaghettis hinkriegen, ne, boah? Yeah. So, Help Wanted brauchen wir momentan nicht. Wir haben schon wieder 1400 Pfeifen. Coole Nummer. So, ihr wisst ja, Bücher sind scheißend teuer. So, Fähigkeiten. Kochen waren 2. 500 Pfeifen für ein Buch. Für ein verkacktes Kochbuch. Ja, super. Okay. Egal. Dann lesen wir da auch mal direkt ein bisschen drin. Ach, da ist sie noch zu schlecht für. Okay, dann machen wir es anders. Dann Jamba eine Runde. Balus. So. What the fuck is Amadeus doing? Ja, ihr merkt, es rüttelt und rüttelt und schüttelt und shaky baby shaky. Gut, er hat knapp die Hälfte. Das dürft noch ein bisschen, wa? Na gut, mal gucken, wer Susi so alles zuschaut und zuhört. Wer lacht da so dreckig? Lilibo Schick. Okay. Das ist der gute Lenny Shutter. Mr. Shutter. Wie viel Gitarre hat Susi jetzt mittlerweile? 7. Okay, das wird der 8. Balken. Dann gibt's ja schon ein paar Dollar. So, mal ganz kurz schauen, bebauen. Okay, hier ist der Cineplex. Sind da mehr Leute am Start? Egal, wir lassen sie jetzt erstmal da bei der Buchhandlung jammen. Amadeus schreibt fleißig. Dabei kann er eigentlich ein bisschen Musik anmachen. Ha, genau. So, das hätten wir auf jeden Fall schon geschafft hier. Schönes Sofa, kleiner Teppich. Eine Plesi oder was auch immer und ein Monsterfernseher. So, Blitzbank, ja okay, das kommt von den Sheets. Hübsch dekoriert, ja das kann man sagen, finde ich auch. So, ein Kommentar hatte noch gesagt, wir sollten hier mal ein richtig schönes Klavier hinstellen. Das ist auch mit Sicherheit eine gute Sache. Allerdings momentan platztechnisch ein bisschen, wobei wir gucken mal, was kostet so ein Teil? Okay, da war es wieder richtig am Haken, okay. Ja, mit 5000 deutlich ein wenig zurzeit über unseren Verhältnissen, aber kein Problem. Irgendwann werden wir auch das haben. So, während Amadeus derweil so gemütlich vor sich hinschreibt, werde ich nochmal eine kleine Speicherpause machen. So, da sind wir auch schon wieder. Ja, tut mir leid, Freunde, muss leider sein, bevor ich diese ganzen Probleme hier nicht irgendwie in den Griff gekriegt habe. Es ist halt so eine Sache, ne? Okay, wir schauen uns Susi nochmal an. Oh, da jammt einer mit. Wen haben wir hier? Mr. Bust Around. Ja, hier ist sonst eigentlich mal ganz gut was los. Wobei ich glaube zur Zeit... Obwohl, hier ist auch noch nicht so die Welt los. Da ist keine Sau, um ehrlich zu sein. Na gut, okay. Okay, da kommt Lola angejoggt. Oh, sie will Bücher kaufen. Oder auch nicht. Sie muss gemisst blusen. Sie schnappt sich die Gitarre. Ja, da stehst du auch ziemlich scheiße, Kind. Da musst du dich woanders hinparken. Wir probieren es nochmal. Mein Gott, 2-3 Meter zur Seite rücken, dann passt das. Oh, Tom Hurdy ist da. Den lassen wir mal rein. Ihr wisst ja, das ist der coole
Der coole Rapper, der sehr mürrisch ist, sehr griesgrämig, aber trotzdem schon ein guter Star. So. Okay, also solange die Lola da stehen bleibt, kann ich wohl nicht viel machen. Gucken wir uns besser mal hier den guten Tom Wordy an. Ja, die Frames belieben dann irgendwann einzutreffen. So, da ist Tom Wordy. Dann begrüßen wir den Jungen auch mal ganz gut. Umwandlung bitte. Nee, das lassen wir mal. So, den lernen wir erstmal kennen, den guten Kotzbrocken. Obwohl wir wissen ja schon, so ein bisschen was hat er auf der Hacken. Oh, er will sich auch die Gitarre schnappen. Prinzipiell in Ordnung. Für einen Jam bin ich immer zu haben. So, Mr. Wordy. Genau, mürrisch, jähzornig, Partylöwe. Oh, Susi scheint gerade ein bisschen Trinkgeld gekriegt zu haben. Aber er ist schon ein Freund, komischerweise. Das heißt, Amadeus, wie ihr seht, hat auch keine Angst mehr, gejagt zu werden, weil es halt ein Freund ist. Wobei der gute Tom ja auch ein Vampir ist, ne? Quatschen wir noch ein bisschen über Bücher. Und ich sehe gerade, wir sollten einmal Pommes grün-weiß zum Mitnehmen, bitte. Gucken dann direkt mal bei Susi vorbei. Ist Lola noch da? Ne, die scheint abgehauen zu sein. Ne, da steht sie noch. Komm, wir versuchen es nochmal. Na, kriegst du es jetzt hin? Nee. Die Sims sind echt zu blöd, einen Meter zur Seite zu gehen. Ja, das sind halt Sims, ne? Okay, was macht gut Tom Wordy und Amadeus? Die quatschen noch. Quatschen wir über Computer, mal gucken, ob er drauf steht. Okay, scheint da drauf zu stehen. Amadeus möchte Charisma verbessern. Quatschen wir nochmal über Bücher. Was macht uns Susi? Rock'n'Roll. Eine schwebende Gitarre. Gut, der Balken ist gleich voll. Das ist prima. Wie viel gibt's dafür? 1000 Pfeifen, immerhin. Ich meine natürlich Lebenspfeifen, kein Geld. Oh, der gute Buster scheint besser zu sein als Susi, weil der kriegt die ganze Kohle hier. So, komm, jetzt hier nochmal mit, Jam. Jetzt müsste es doch klappen, Süße. Kriegst es hin, komm. Ja, es scheint zu funktionieren. Es klappt. Das ist der Sohnemann von Lola. So, Susi möchte neue Komposition lernen. Ja, das können wir machen. Wobei das natürlich nicht ganz günstig ist. Aber egal. Wie gesagt, umsonst geht die Sonne auf. ...32 Pfeifen haben wir verdient. Oh, der Kleine hat Hunger. Lola, hier nicht Jam. Versorge dein Kind. So, Susi will Noten kaufen. Gitarre, ja, ich will. Oh, das kostet 200 Pfeifen bloß. Das ist ja fast geschenkt. Oh, da haben wir zwei genommen. Nee, Moment, das... Wir wollen nur eins. 100 Steine, coole Nummer. Das soll sie auch mal direkt lernen.
Popernen, zack, wie Helge sagen würde, Lied lernen. Oh, da scheint wieder ein Vampir bei zu sein. Ah, der gute Freak hier. Wie heißt er? Wogan Hemlock, ja, das ist ein berühmter Vampir. Und der Kleine gibt seiner Mama Trinkgeld, das ist ja nett. Das teuer verdiente Taschengeld gleich an die Mama zurückzahlen. Super. Das sind doch mal ein paar Familienverhältnisse. Wen haben wir hier? Oh, Morrigan Hemlock, das ist die Frau von ihm, auch Vampir seinerzeit. So, das Lied hätten wir gelernt. Chaka! Von mindestens 4 Sims Gitarre spielen. Das kriegen wir hin. Das waren schon 4, das heißt, Wunsch erfüllt. Wie viel hat Susi denn? 11.000. Mal gucken, was können wir denn dafür kaufen? Weil ich finde ja immer ganz geil, legendäre Gastgeber hat Wachsam. Das finde ich immer ganz cool. Wobei, legendäre Gastgeber machen wir mal trotzdem. Weil wir wollen noch ein paar Partys feiern, ne? So, ist denn der gute Tom Wordy noch da? Das scheint der Fall zu sein. Okay. Dann tratschen wir mal ein bisschen. Und plaudern noch eine Runde. Ja, Lästerschwester ohne Ende. So, ich werde jetzt hier nochmal eine kleine Speicherpause einlegen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. So, das wäre gemacht. Wir haben gespeichert. Was will er? Vampir werden? Das vergiss mal ganz schnell, mein Freund. So, dann soll Susi nochmal ihr Handyfoto machen. Dann schicken wir sie auch nach Hause. Wobei, vielleicht können wir sie ja nochmal beeindrucken. Wir begrüßen sie mal. Oh, der Vampir ist am Verhungern. So, komm Susi, mach es klar. Ach, jetzt kommt der Vampir, ist dazwischen. Okay. Ah, er hat sich ein Autogramm geschnurrt. Sein gutes Recht, auch als Vampir. Wir haben ein Herz für Vampire, solange sie uns in Ruhe lassen. So, sie pfeifen sich einen Ast, okay. Komm Susi, mach es klar. Dann bei allem Druck, ach, wir können schon, okay. Komm, nach Hause einladen, vielleicht klappt es ja. So, Tom Wordy ist schon ein guter Freund geworden. Der alte Kotzbrocken. Quatschen wir nochmal über Kunst. Habt ihr gesehen, der war gerade bitten einzuziehen. Hier, bitten einzuziehen, wie witzig. Bei Susi ging das nicht, beziehungsweise wäre mit Sicherheit auch irgendwann gekommen, aber hier, Vampir werden wir auf keinen Fall. Okay, Mr. Wordy hat Hunger. Schmacht ohne Ende, sagt er. Zamblazavo Future, genau. Die Mona Lisa als Michael Jackson verkleidet. Sassim, yeah, genau. So, Amadeus, was machen wir mit dir? Du kannst jetzt hier mal ein bisschen rumjammen. Berühmter Gastauftritt. Hey, Amadeus, deine Agentur am Apparat. Das örtliche Theater erhalten. Wir wollen Gastrolle. Ah, er soll eine Gastrolle spielen. Machen wir. Ja, sicher. Das können wir auch. Okay,